Hallo, hallo, hier bin ich, Patricia Dender, mit einem anderen neuen Video zum Thema bewusstes Manifestieren, bewusstes Kreieren und zwar aus deiner göttlichen Wahrheit heraus. Das Thema heute, es braucht keine Bedingungen. Du musst keine Bedingungen erfüllen. Es schreibt dir nichts und niemand vor, wie du zu deinen Wünschen und zu deinen Zielen und zu deinen Träumen kommen kannst. Und wenn dir dieses Thema gefällt, höre unbedingt die anderen Videos auch an zu Divine Creation hier auf meinem Kanal oder komme gerne in die Facebook-Gruppe Divine Creation. Auch dort bekommst du Input von meinen wunderbaren Mentorinnen, von meinen wunderbaren Master of Divine Creation, die in meinem Mastermind nun alles umgesetzt, angewendet, gelernt haben, was ich dazu zu sagen habe. Und sie haben grandiose Resultate. Auch hier auf dem Kanal findest du Videos von diesen wunderbaren Mentorinnen. So, kommen wir zum Thema. Warum denken wir immer, wir müssten irgendwelche Kriterien erfüllen, wir müssten irgendwelche Bedingungen oder irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, um etwas zu bekommen? Wenn du mit Neville Goddard gehst, dann ist es genau das Gegenteil. Es ist völlig egal, wo du bist, in diesem Moment deines Lebens. Es ist völlig egal, was die äußeren Umstände sind. Es geht nur darum, dass du jetzt schon in der Endvorstellung deines Wunsches, deines Traumes, deiner Vorstellungswelt lebst. Und wie kommst du in dieses neue Leben, in diese neue Realität, indem du es dir bewusst kreierst? Indem du dir die richtigen Fragen stellst und die richtigen Antworten bekommst. Was möchtest du? Wie willst du es haben? Wie sieht es aus? Wie fühlt sich das an? Und ganz wichtig, was denkst du, wenn du deinen Wunsch erfüllt hast? Was fühlst du, wenn deine Wunschrealität jetzt sich im Außen zeigt? Wer bist du? Was bist du für eine Person? Was hast du für Vorstellungen vom Leben? Was hast du für Vorstellungen von anderen Menschen? Was hast du für Vorstellungen insgesamt? Was sind deine Überzeugungen? All das braucht ein bisschen Arbeit. All das kennst du vielleicht nicht, weil es ist ja eine Realität, die neu für dich ist. Deswegen wünschst du sie dir ja. Du möchtest ja das Alte nicht mehr. Du möchtest ja das Neue. Und diese neue Realität, die muss zuerst von dir zusammengestellt werden, weil sie ist auch nicht gleich für dich wie für jeden anderen. Nehmen wir das Beispiel, du suchst ein Leben, du wünschst dir ein Leben mit genügend Geldfluss, wo du dir alles kaufen kannst, was du dir wünschst, wo du frei bist, wo du hinreisen kannst, wo du willst, wo du deine Zeit frei einteilen kannst. All das sieht für mich anders aus als für dich. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen, jeder hat seine eigenen Überzeugungen, jeder hat seine eigenen Visionen, jeder hat seine eigenen Wertvorstellungen und die musst du für dich persönlich da reinpacken, um dein Ende für dich so klar und realistisch zu gestalten, dass es das genau widerspiegelt, was du wirklich haben möchtest. Du kannst es dir nicht ausleihen, du darfst es dir aber selbst kreieren, so wie du möchtest, ohne eine Bedingung, ohne etwas, was du erfüllen musst. Du wählst und du bekommst, du wählst und du bekommst. Und so lebst du
im Vorhinein, bevor es sich in deiner äußeren Realität zeigt, in deinem Inneren schon nach deiner Realität. Du denkst so, als wie wenn alles erfüllt ist. Du siehst die Welt so, als wie wenn alles erfüllt ist. Du interagierst mit Menschen so, als wie wenn alles erfüllt ist. Und dazu musst du dir ein bisschen Zeit nehmen. Dazu musst du alle Bedingungen, alle Vorstellungen, alle alten Überzeugungen erstmal wegräumen, damit Platz ist für das Neue, weil sonst hast du immer wieder alte Sachen in deiner neuen Welt, in deiner neuen Realität. Und das ist ein gewisser Prozess. Aber der muss nicht lange dauern, sondern es ist ein Prozess, für den du dich entscheiden musst und den du durchziehen musst und wo du dranbleiben musst. Und dann ist es Gesetz, dass sich das, was du in deinem Inneren mit deiner Vorstellungskraft kreiert und entschieden hast, dass das im Außen sichtbar wird. Und wann genau wird es sichtbar? Wenn du so tief in deiner neuen Person, in deiner neuen Realität, deine Person in der neuen Realität spürst, fühlst, dass es für dich keinen Zweifel mehr gibt, dass das, was du im Innen erkannt hast, gelebt hast, immer wieder lebst, das ist, was dich ausmacht. Das ist, was dich auszeichnet, was du bist, wer du wirklich bist. Ja, das ist eine kleine Sektion meines Coachings, wo wir natürlich noch tiefer und tiefer und tiefer reingehen. Genau dahin, einerseits, wo du sein willst und andererseits, wo du gerade bist. Und wir kollabieren die Zeit, sodass du innerhalb kürzester Zeit merkst, wie du dich von dem Punkt, wo du gerade bist, in diese neue Realität begibst. Da kommen natürlich Widerstände hoch, da kommen ja Abers hoch, da kommen alte Überzeugungen hoch. Das ist alles neu. Und dieses Neue wird nicht so gerne und so schnell von deinem Verstand angenommen. Und damit es angenommen wird, darfst du dir ein Ambiente schaffen, einen Container schaffen, in dem es nichts anderes mehr gibt als deine Wahrheit, als die Realität, die aus deinem wahren Sein heraus entspringt, wo es nichts anderes mehr als das gibt. Ich lade dich nochmal ein, hier auch dieses Mastermind, wenn du eine Frau bist, die das gerade hört, zu buchen, die Frau, die alles hat. Weil da decken wir alle Bereiche deines Lebens ab. Wir decken Liebe ab, wir decken Beruf ab, wir decken Business ab, wir decken Familie ab. All das wird für dich eine Selbstverständlichkeit sein, dass diese Bereiche für dich in Ordnung sind, in absoluter Liebe und Perfektion, wenn du aus diesem Mastermind rausgehst. Aber es bedeutet natürlich nicht, dass du jemals aufhörst zu kreieren und zu manifestieren, weil stell dir vor, du hast es schon dein ganzes Leben lang getan. Stell dir vor, das ist der Grund, warum du hier bist. Aber jetzt ist es die Zeit zu erkennen, dass du nicht mehr aus Beschränkung, aus Leid, aus Enge heraus manifestieren musst, sondern aus der absoluten Wahrheit der Fülle und der Unbeschränktheit. Du bist am Buffet des Lebens angekommen. Und jetzt darfst du lernen, wie man sich am Buffet des Lebens bedient. So, meine Liebe. So, mein Lieber, ich freue mich, dass du mir zugehört hast. Wenn dir das Video was gebracht hat, bitte hinterlasse ein Like. Bitte abonniere meinen Kanal, damit ich noch mehr Menschen erreichen und unterstützen kann. Und ich freue mich schon auf das nächste Video. Ciao, ciao.